Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spritzt kein Meinung Game. Herzlich willkommen zum Multiplayer-Test von Battlefield 2142. Ich bin's wieder, euer Kurt, wie immer. Die Musik haben wir deaktiviert, da wir sonst Probleme von YouTube bekommen. So, ich schäle hier mal, wir sind schon mitten im Spiel. Und ich schäle hier ein bisschen mit dem Panzer rum, durch die Gegend. Und erobere die verschiedenen Raketensilos. Denn Ziel des Titanmodus ist es, alle Raketensilos, oder beziehungsweise viele Raketensilos wie möglich zu erobern, damit die Schilde des feindlichen Titans beschädigt werden und man an Bord schälen kann. Der wird bereits erobert, ich gebe mal ein bisschen Rückendeckung und baue hier mein geiles Gemetzel, Kartoffelschälgeschütz auf und ja, schäle jetzt mal zum nächsten Treffen, weil der hier wohl schon erobert. Übrigens, all meine Videos sind nur zu Vorführzwecken, das heißt nur zum Ansehen und zum Anhören da. Für nichts anderes. Gott, komm her, du Schwein! Mama! Junge, brenne! Komm her, Mann, eine Ladung Schrot in der Fresse hat noch niemanden geschadet! Brenne doch, komm her, brenne, brenne! Mama! Ah, Mama! Nein! So, ich befinde mich hier wieder in meinem Titan und werde mich mal auf das Dach meines Titans schießen, um zu sehen, ob der Feind bereits oben am Eindringen ist. So, jetzt aufpassen, dass einen kein Gegner irgendwo erwischt. Mama? Junge? Junge? Kostet den Schmerz? Nein! Ja, du ungesachter Bauernschädelverrückter! Kreuz sackelt sich mentoller Stern, was klappst denn du, wer du bist, Kreuz? Birnbaum, du gescheiter Hammi! Blöder Depp, blöder! Na, warte. Das kriegst du zurück. Mama? Mama? Junge, brenne! Brenne! Steh auf! Steh auf! Wer sich mit mir anlegt, der blutet. Das muss jetzt mal endlich jedem...